Pareto-Unternehmer, Folge 37, Innovationsbeschleuniger, Jobs to be done in der Praxis. In dieser Folge erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihre Innovationsstrategie wirksam zu verfeinern. Es geht um erstens praktische Umsetzung von Innovationen, zweitens Entwickeln effektiver Innovationsstrategien, drittens Effizienzsteigerung durch kluge Fehlervermeidung. Lassen Sie sich inspirieren, Ihre Herangehensweise an Innovation zu optimieren. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Warum bleiben manche Innovationen unbeachtet, während andere die Welt verändern? Diese Frage regt zum Nachdenken an und ist der perfekte Einstieg in unser heutiges Thema. Wie kann ich als Unternehmen mehr effektive Einstieg in unser heutiges Thema? Wie kann ich als Unternehmen mehr Erfolg mit den richtigen Innovationen erzielen? Freuen Sie sich mit mir auf meinen heutigen Interviewpartner Peter Rochel. Peter ist Inhaber von Oberwasser Consulting, einer Unternehmensberatung, spezialisiert auf die Ausrichtung von Unternehmen an Kundenbedürfnissen. Es geht dabei um das Identifizieren unbefriedigter Bedürfnisse und die Ausrichtung von Strategie, Innovation und Transformation an diesen. Peter, herzlich willkommen. Ja, danke für die fantastische Einleitung. Hallo. Danke. Ich komme direkt mal zu meiner ersten Frage. Was bedeutet eigentlich Jobs to be done? Es ist ja nicht so ganz so geläufig. Viele denken vielleicht sogar noch an eine To-Do-Liste, aber Jobs to be done, kannst du das mal ganz kurz? Tatsächlich, es hat auch ein bisschen was davon, ist aber am Ende dann doch wieder was ganz anderes. Am Ende ist es mehr so eine Metapher, so war es ursprünglich auch gedacht, wie eine Perspektive, eine Brille, durch die man schauen kann, um auf Produkte, Dienstleistungen, Service anders zu blicken und vielleicht einen Pack anbekommt, an welches Kundenbedürfnis steckt eigentlich dahinter. Was versucht eigentlich ein Kunde mit der Verwendung, mit der Beauftragung sozusagen eines Produkts, einer Marke, eines Services, einer Dienstleistung zu erreichen im Sinne eines höheren Zwecks? Das Ganze ist inzwischen absolutes Grundfundament der heute durchaus populärsten und erfolgreichsten Innovationswerkzeuge wie dem Business Model Canvas oder dem Value Proposition Canvas, wem das nicht sagen sollte bis jetzt. Es lohnt sich, sich das mal anzugucken. Das sind Werkzeuge, nicht sagen sollte bis jetzt. Es lohnt sich, sich das mal anzugucken. Das sind Werkzeuge, die als Kommunikationsmittel für ein gemeinsames Verständnis, wie wird eigentlich wertvoll eine Organisation, ein Unternehmen erzeugt und oder wie wird eigentlich Wert für Kunden erzeugt. Die bauen darauf auf, wie auch unzählige andere Innovationstools oder Business-Tools. Und das Ganze nahm seinen Ursprung in den 90er Jahren bei der Harvard Business School, ein inzwischen leider verstorbener Harvard Business School Professor, der Clayton Christensen, ist der Urvater der Theory of Disruption, der auch den Begriff der Disruption entwickelt hat, der erstmals in seinem Buch The Innovator's Dilemma vorkam. Und da geht es bereits schon im Ursprung um diese Jobs to be done als Perspektive auf den höheren Zweck, den ein Kunde eigentlich versucht zu erreichen, und das Produkt ist mehr oder weniger nur mit Zweck, etwas näher zu kommen. So vielleicht als lange Einführung. Gibt es ein Unternehmen, was vielleicht mal als Praxisbeispiel dienen könnte, die genau das gemacht haben, was vielleicht auch einige kennen könnten? Ja, da gibt's mehrere. Also es gibt mehrere sehr berühmte Anhänger dieser Theorie. Beispielsweise als einer der berühmtesten gilt Steve Jobs, der ja nichts von Businessbüchern gehalten hat, haben soll angeblich. Alles für die Mülltonne, er weiß das selbst am besten. Aber genau das hat er doch eher sozusagen fanatisch auch verfolgt. Nämlich The Innovator's Dilemma, das Nachfolgebuch dann The Innovator's Solution und den Kern davon, Jobs to be done, als tolle Beispiele, der iPod,
Oder iPhone als die berühmtesten Beispiele, wo sich ganz viel darum dreht, Kundenbedürfnisse so zu adressieren, dass die anderen eigentlich keine Chance mehr haben. Ja, und vor allen Dingen, was ich ja gelernt habe bei Steve Jobs, ist, dass er konnte es formulieren, er konnte es schmackhaft machen. Also wenn du sagst, ich habe ein iPod, kommt von der Technik her, oder ich sage, ich habe 10.000 Songs in der Tasche. Und dieses ja, und beim iPhone dann eben diese 10.000 Songs in der Tasche plus das Internet für die Hosentasche und ein Telefon, das hat jeder verstanden, während sich der damalige CEO von Microsoft noch darüber kaputt gelacht hat, was das für ein schlechter MP3-Player ist und was das für ein schlechtes Telefon ist, wurde er dann ja kurz darauf eines Besseren belehrt, und wer den Zug verpasst hatte, war er und nicht Herr Jobs. Mhm. Also geht's ja in Wirklichkeit um zwei Dinge. Wenn man eine Innovation hat, etwas vorantreibt, das ist nur die Stufe 1 und die Stufe 2, ich muss es ja auch erklären können. Ich muss es die Leute auch begeistern, mitführen. Und Steve Jobs hat wirklich nach Jobs to be done das gemacht. So viel ist da nicht da. Nach Jobs to be done das gemacht. So viel ist da nicht dazu bekannt. Allerdings kann man sagen, wenn man jetzt nicht in den eingeweihten Apples informiert, eingeweiht ist, dann kann man aber auch von außen durchaus reproduzieren und beobachten, dass sie das sehr, sehr gut gemacht haben. Ja. Mit welcher Herangehensweise, zumal es damals noch keine Frameworks dazu gab, die es einfach, also als Anleitung, wie ich sag mal, Malen nach Zahlen ermöglichen, sich dessen das zunutze zu machen, diese Perspektive alleine reicht dann auch noch nicht aus. Die gibt erstmal so erste Hinweise. Aber dann ist das höchst plausibel und höchst wahrscheinlich, dass es ist. Und er hat auch mehrfach drüber gesprochen, öffentlich. Okay. Und gibt es so im deutschen Kreis auch da ein Unternehmen, das sich damit auch beschäftigt hat? Definitiv. Auch bei uns in der aus deutscher Perspektive relativ früh als jetzt für ein großes Unternehmen komplett daran ausgerichtet haben und ganze Strukturen innerhalb des Konzerns auch umgestellt haben. Okay. Jetzt, bevor wir gleich nochmal reinsteigen in diesen Prozess, kannst du nochmal aus deiner Sicht deutlich machen, warum man eigentlich eine Innovation braucht? Ich kann doch alles genauso gut machen wie bisher. Es läuft doch alles. Warum soll ich mich denn da anstrengen? Ja, gute Frage. Vielleicht, das ist ja etwas, was der Normalzustand ist, es eigentlich, sich immer wieder neu zu erfinden. Wir haben das hier in der Nachkriegszeit allerdings so ein bisschen vergessen, weil wir von einer von Anbietermärkten, wo immer mehr Nachfrage nach allem Möglichen da war, als Angebot mehr oder weniger einlullen lassen und uns wirklich es mehr oder weniger gemütlich gemacht in einer immer weiter perfektionierten Ausführungskultur, die Dinge, die wir gemacht haben als Unternehmen und Anbietende, in aller Regel immer weiter optimiert und verbessert haben. Diese ganze Spaltmaßdiskussion ums Auto zeigt es vielleicht ganz gut. Während wir auf Spaltmaße optimiert haben, haben wir leider bestimmte andere Trends vielleicht ein bisschen verschlafen. Also vielleicht als Unterschied zwischen immer die richtigen Dinge zu tun, anstatt Dinge immer richtig zu tun. Also so, wir brauchen natürlich beides, und in einer Zeit, die doch von zunehmend starker Veränderung geprägt ist, wo sich durch die Konvergenz unterschiedlicher Technologien, die sich miteinander verschränken, man denke an Information, Internet und Co., plötzlich Informationen in beliebiger Geschwindigkeit, in beliebiger Menge und Qualität an beliebigen Orten zwischen beliebig vielen Parteien ausgetauscht werden, steigt der Druck, dass andere plötzlich auf eine bessere Idee kommen, etwas zu produzieren oder was einen Kundenbedürfnis auf eine ganz andere Art und Weise zu erfüllen, nimmt das natürlich zu. Und da befinden wir uns jetzt, wir sprechen ja von der VUCA-Welt, VUCA als Akronym für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, die das zum Ausdruck bringen soll, ist ein Begriff aus dem Militär. Haben wir es verlernt, dafür Mechanismen innerhalb von Organisationen aufzubauen, die dem entgegenwirken. Und das
Ja, ob man jetzt von Innovation, wie man das jetzt definieren will, auf jeden Fall heißt es Veränderung und immer auch über den Tellerrand zu gucken, um zu schauen, was kommt denn, wenn es unser Produkt nicht mehr gibt. Und das ist genau das, was Christensen in seinem Buch The Innovator's Dilemma auch beschrieben hat. Jede Branche ist zu jeder Zeit immer wieder vollkommen, in seinem Buch The Innovator's Dilemma auch beschrieben hat, jede Branche ist zu jeder Zeit immer wieder vollkommen scheinbar überrumpelt worden und abgelöst worden. Kein Unternehmen, das dampfgetriebene Bagger und Bohrmaschinen hergestellt hat, hat die Zeit des Hydraulikbaggers überlebt. Gibt's keine mehr. Das Gleiche gilt für Speichermedien, für Telekommunikation. Ja, die Liste ist endlos. Eigentlich im Grunde genommen eine Zerstörung. Ja. Und also ich kenne das ja so her auch von der EKS. Weiß ja, bin ich da ein Fan von engpasskonzentrierter Strategie. Dass wenn du dich als Unternehmen nicht ständig in Richtung Innovation bewegst, du irgendwann auch nicht mehr so leistungsfähig da bist oder wirst und vielleicht links und rechts überholt wirst. Das Thema ist, und das ist relativ neu heute, ist es wirklich systematisch zu unterscheiden, ist wichtig. Es heißt ja nicht, dass wir diese Ausführungskultur nicht bräuchten, um Bestehendes zu optimieren, zu verbessern. Wir brauchen das. Das ist wichtig. Und das bedarf einer dafür geeigneten Unternehmenskultur und entsprechender Kennzahlen, Governance-Systeme, die das wiederum ermöglichen. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine Exploration und eine Explorationskultur, einen Bereich, der exploriert und neue Felder außerhalb der bekannten, etablierten und bedienten Märkte eines Unternehmens entdeckt und erkundet. Einerseits, um zu wissen, was da vielleicht einmal kommt, und andererseits, um dann sich auch rechtzeitig in Stellung zu bringen. Das ist für viele Unternehmen heute eher anstrengend, weil es ungewohnt ist und weil es vollkommen andere Kennzahlen benötigt, um einen Erfolg in diesem Bereich abzubilden, da das eben auch. Man braucht ein System und das besteht aus zwei Elementen. Das erste ist, das Bestehende auch verbessern, optimieren zu wollen, dass man nicht nachlässt. Mhm. Und das zweite, das Wichtige, dass man eigentlich miteinander verbinden muss, den Blick etwas weiter zu schweifen, auf zukünftige Ertragsfelder, Möglichkeiten und Chancen zu finden, weil ich dann auch eine gewisse Zeit brauche, um die zu entwickeln. Und wenn ich beides mache, dann habe ich gute Chancen, für die Zukunft erfolgreich zu sein. Und wenn eins fehlt, dann kann es schon mal eng werden. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, und man kann das auch ganz gut in der Praxis. Es gibt gute Beispiele für beide Seiten, die beides toll können. Das eine explorieren, das findet man ganz viel in der Startup-Welt. Mhm. Ja, die können also ganz wilde Sachen explorieren. Und das ist leider, endet das dann meistens mit einem Exit, wenn es gut läuft, dann übernimmt das jemand anders, und seltenst findet man ganz viel in der Startup-Welt, ja, die können also ganz wilde Sachen explorieren. Und das ist leider, endet das dann meistens mit einem Exit, wenn es gut läuft, dann übernimmt das jemand anders, und seltenst, in den allerseltensten Fällen nur, wird das tatsächlich in profitable Geschäftsmodelle überführt. Also jetzt mal einen kleinen Schwenk zu Startups, auch viele, die wir alle kennen. Also ich habe manchmal den Eindruck, die haben in Wirklichkeit ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist etwas, den Firmenwert nach oben zu jubeln und zu verkaufen. Ganz. Und dann raus. Ganz genau. Ne? Und ja, so ja, brauchst richtig. Du kein Geld verdienen. Du musst gut sein Geld einsammeln, also im Verkaufen. Und du musst als zweite Fähigkeit irgendein tolles Wachstum zeigen können. Meistens Kundenwachstum. Ne? Und da brauchst du ein Durchhaltevermögen. Genau, Zugewinn von Marktanteilen, auch das kann man sich kaufen, das kann man sich mit Venture-Kapital mehr oder weniger mit der Brechstange einkaufen. Und auch das scheitert aber, und das, weil da gehört, die eine Studie dazu auch gemacht haben, dass in den besten Acceleratoren europäischer Konzerne die Quote von wie viele Projekte werden eigentlich finanziert als Innovationsprojekte mit gut recherchierten und selektierten Ideen, und da schmeißen wir Geld drauf, im Verhältnis zu wie viele davon werden jetzt tatsächlich zu neuen Wachstumstreibern und Motoren
die dann auch tragfähig sind, weil sie einen Erfolg am Markt erreichen, im Sinne von, da gibt es auch Kunden dafür, die dir gerne ihr Geld dafür geben und das auch im Unternehmen lassen und nicht wie Investoren irgendwann wieder rausziehen. Und das Verhältnis lag da im allerbesten Fall bei 249:1 gescheiterter, also schaffen kein Return on Invest Projekten zu einem, was diesen, was dieser Wachstumstreiber dann auch geworden ist, und das ist mehr oder weniger konstant. Okay. Das ist der beste Fall. Okay, das heißt also, wenn ich kein System Lotto spiele mit der Innovation, ne? Das kann mal funktionieren, muss aber nicht unbedingt. Ja, und da gibt's bessere Systeme als Lotto. Also man, was dann gemacht wird, ist dann, es wird dann Systemlotto gespielt, ja, sozusagen. Das heißt, man kuratiert ein Portfolio, man sagt sich, alles klar, okay, wir wissen ja nicht, wer durchkommen wird, also müssen wir die ein bisschen besser selektieren und kippen dann mit dem Salzstreuer Geld drauf, und dann, wenn wir da 250 finanzieren, dann wird einer hinten rauskommen, der die alle wieder rausreißt, damit kommen wir im statistischen Mittel auf 10% Rendite im Gesamtplus. Das reicht ja aus, um die Inflation zu schlagen und das Überleben der Unternehmung zu sichern und zu retten. Also am Ende ist es ein Portfolio-Management, wie bei einer Investmentstrategie. Ist es eigentlich entscheidend, wenn ich in Innovationen denke, habe ich einen Vorteil, wenn ich ein größeres Unternehmen bin oder ein kleines Unternehmen? Oder ist das eigentlich egal? Das würde ich so nicht sagen. Es gibt da Unterschiede. Die einen haben den Vorteil an der einen Stelle, die anderen an der anderen. Ja. Oder ist das eigentlich egal? Das würde ich so nicht sagen. Es gibt da Unterschiede. Die einen haben den Vorteil an der einen Stelle, die anderen an der anderen. Die einen sind etwas flexibler, haben weniger kulturelle Hemmnisse, um vielleicht zu experimentieren, Dinge auszutesten. Das ist etwas, worauf es in der frühen Phase ankommt, natürlich. Und auf der anderen Seite, größere Unternehmen haben aber auch mehr Mittel zur Verfügung, um dann gegebenenfalls Dinge auch mal zu finanzieren, wenn es eine gewisse Evidenz gibt, dass Ideen belastbar sind und es jetzt auch sinnvoll ist, da Budget draufzukippen. Da müssen sie nicht erst losrennen und eine Finanzierungsrunde an den Start bringen und wen wieder finden, der einem das Geld dafür gibt, um dann anderswo wieder Kompromisse zu machen. Peter, wie würde ich das denn jetzt machen in der Praxis, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt verstanden, ich muss mein Bestehendes verbessern und ich muss auch den Blick auf Zukünftiges haben? Das Erste ist überhaupt erstmal zu fragen, okay, warum setze ich mich jetzt damit auseinander? Die meisten Unternehmen machen ja gar nichts, bis nicht irgendwas passiert ist. Plötzlich bricht irgendwo ein Umsatz ein von einem Produktbereich, ausgelöst durch eine Krise, durch externe Faktoren oder was Internes oder durch Marktbewegungen, wie auch immer. Oder es ist ein neues Produkt da, was sich aber nicht so gut verkauft. Also das ist total genial. Die einzigen, die es noch nicht verstanden haben, sind die Kunden. Jetzt, was machen wir jetzt bloß? Das ist ein guter Ansatz, damit mal anzufangen, weil das fällt relativ leicht. Niemand stellt gerne Bestehendes einfach so in Frage, weil da stecken häufig viele liebgewonnene Befindlichkeiten und Gewohnheiten dann plötzlich auf dem Prüfstand. Das ist manchmal schwierig, aber es lohnt sich, dahinter die Gardine zu gucken. Man könnte also beispielsweise hingehen und auch sein stärkstes, erfolgreichstes Produkt, was so, man kann ja so wie so eine Portfolio, dahinter die Gardine zu gucken. Man könnte also beispielsweise hingehen und auch sein stärkstes, erfolgreichstes Produkt, was so, man kann ja so wie so eine Portfolio-Analyse mal machen nach Boston Consulting zum Beispiel mit den schlafenden Hunden, mit den armen Hunden, mit den Sternen, mit den Fragezeichen, den Question Marks und den Cash Cows. Und dann kann man sich auch mal die Cash Cows vorknöpfen, weil wenn die wegbrechen, wenn das aus welchem Grund auch immer irgendwann mal wegbricht, das könnte lebensgefährlich sein für ein Unternehmen. Und dann ist der erste Schritt, sich da zu überlegen, okay, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt einfach gucken, was kommt danach? Wollen wir gucken, wie können wir das weiter optimieren und verbessern? Oder wie können wir das vielleicht besser verkaufen? Oder wollen wir was ganz Neues erfinden? Also man überlegt sich ein erstes Projektziel. Das ist immer gut, ein Ziel zu haben. Sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja, alles darüber. Also ich muss das mal nur einmal ein bisschen vergleichen, dass ich das einordnen kann. Ich kenne das so, sag mal, von der IKS. Da würde man hergehen und, sagen wir, Cashcows sich die Frage stellen, welches konstante Grundbedürfnis liegt denn dahinter? Um zu sagen, wo ist man spezialisiert? Mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir beide wären in der Musikindustrie tätig.
wären toll, dass wir ein Plattenhersteller wären, Schallplatten. Mhm. Wir haben uns, das ist die Stufe 1, immer auf die Herstellung von Schallplatten spezialisiert. Und plötzlich kommen die CDs und wir werden überrannt. Und wenn wir dann den Sprung noch geschafft hätten zu den CDs, dann kämen die Streaming-Dienste und wir wären schon wieder überrannt. Da haben sich also zweimal die Märkte ja geändert. Und da das konstante Grundbedürfnis wäre ja Musik hören, weil wenn man das immer vor Augen hat, wir sind Spezialisten für Musik hören, dann ist vielleicht der Blick auch ein anderer. Kann man das auch hat, wir sind Spezialisten für Musik hören, dann ist vielleicht der Blick auch ein anderer. Kann man das auch so verwenden mit Jobs to be done? Ja, so, und da ist jetzt der erste Schritt ist dann, wenn jetzt unser Produkt eine Schallplatte ist, es gibt ja inzwischen wieder welche, das kommt ja gerade wieder ein bisschen, das aber sind ganz wahrscheinlich die Nische vollkommen ist andere schon Jobs als früher. Spitz. Ja, es ist eben genau das, zu beginnen mit einer Hypothese. Also, und sich zu überlegen, oder mit einer Hypothese, das hat zwei Gründe. Erstens mal hilft es dabei, ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln von was ist überhaupt ein Kundenbedürfnis? Mhm. Oder wenn wir jetzt in diese Jobs-to-be-done-Materie einsteigen, auch das, aus welchen Elementen besteht eigentlich so ein Job? Und das dann zu nutzen, um eine Job-Hypothese zu entwickeln für was könnte denn dieses Bedürfnis sein, dieser höhere Zweck, dem das dient, und was hängt da noch mit dran? Also für welchen Job beauftragen Menschen mutmaßlich eine Schallplatte, die bei uns gekauft wurde, mit Musik drauf oder Witzen oder einem Hörspiel oder weiß der Henker was. Und das heißt, wir müssen uns dann beginnen zu zwingen, und das ist hier alles, sind alles erstmal nur Annahmen. Ja, also du beginnst zu hinterfragen, verstehe ich das richtig? Wir beginnen zu hinterfragen und fragen uns, welches mutmaßliche, relevante Problem könnte denn unser Produkt hier lösen? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, welchen mutmaßlichen Gewinn ermöglicht das denn? Gewinn im Sinne von, was ist denn, mal angenommen, also ein Teil der Jobs-to-be-done-Theorie und unseres Jobs-to-be-done-Frameworks besagt, knistern, was ich dann höre, wenn ich die Platte abspiele, ein bisschen Staub drauf ist und so ein wohlig warmes Gefühl zu machen. Es könnte mir auch dabei helfen, die Musik anzuhören, die meine Eltern gehört haben, weil es die nun mal nur auf Schallplatte gibt, als ein weniger emotionales, mehr funktionales Thema. Sie könnte mir auch dabei helfen, überhaupt mal Musik zu hören. Und sie könnte auch vielleicht mir dabei helfen, von anderen als Hi-Fi-Enthusiast wahrgenommen zu werden, weil was willst du denn von gutem Klang wissen, wenn du noch nicht mal eine Schallplatte abspielen kannst zu Hause? Alles Mutmaßungen. Dann ist die Frage halt, okay, also welche Probleme löst das denn gegebenenfalls? Was haben wir da für Ideen? Und welche, was wir jetzt da, achso, Moment, ich muss nochmal zurückspringen, weil wir haben ja gesagt, also ein Produkt kann unterschiedliche Jobs erledigen, da waren wir eigentlich stehen geblieben und auf den. Und welche, was wir jetzt da, achso, Moment, ich muss nochmal zurückspringen, weil wir haben ja gesagt, also ein Produkt kann unterschiedliche Jobs erledigen, da waren wir eigentlich stehen geblieben und auf der anderen Seite, jeder dieser Jobs, die wir gerade so ganz spontan hier aus der Runde mal so in den Raum geworfen haben, für jeden dieser Jobs gibt's Lösungen, die aus vollkommen anderen Produktkategorien kommen als jetzt gerade Schallplatte oder Musikindustrie. Also mich an früher zu erinnern, das geht vielleicht auch mit einem Foto, hat nichts mit Schallplatten zu tun. Die Musik meiner Eltern zu hören, das könnte ich mir auch vorsingen lassen von denen. Das heißt, ich kann letztendlich die Probleme auch mit unterschiedlichen Produkten womöglich lösen, ne? Selbstverständlich. Jedes Produkt konkurriert mit anderen Produkten aus vollkommen anderen Produktkategorien, wenn wir diese Jobsbrille aufsetzen. Und ich muss doch irgendwann anfangen, Peter, ich muss doch die Probleme auch zu gewichten. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt, wenn ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne, dann ist alles wunderbar, aber wenn mein Haus jetzt gerade brennt, dann sage ich, nee, Musik hören ist jetzt nicht so ganz meine Priorität. Also man sagt ja in diesem Kittel-Brennfaktor, du weißt, was ich meine. Ne, so. Ja, genau, den haben wir auch. Der ist auch immer wieder
Ein sehr, sehr gutes bildliches Beispiel, um klarzumachen, wann ist eigentlich etwas relevant für einen Kunden, nämlich wenn der Kittel brennt, dann wird's ernst. Darf ich dir an der Stelle nochmal, das fällt mir gerade so ein, ich weiß nicht, kennst du das Geschäftsmodell im alten Rom, was es tatsächlich gegeben hat? Gab es da nur eins? Mehrere, aber es gab ja so Triumvirate, unter anderem auch mal Crassus, der einer der reichsten Männer der damaligen Zeit gewesen sein soll, ne? Die Feuerwehren, die waren privat organisiert. Ach so, und dann bin ich jetzt zu dir gefahren. Zufällig brennt dein Haus, ich stehe mit dem Löschwagen und ich mache dir einen Preis für dein Haus. Und je länger du wartest, der Wunsch ist sehr groß, diesen Preis. Genau, und je länger du wartest, desto günstiger wird mein Angebot. Also das sinkt. Und das ist dieser Brennfaktor, der das so eigentlich so gut rüberbringt. Das habe ich so mehrfach so gelesen. Ob sich so zugetragen hat, weiß nicht genau. Wir waren nicht dabei, aber ein schönes Bild zumindest, ne? Ja. Genau, also darüber, über diese Perspektive komme ich also dahinter, was könnten denn tatsächlich andere Lösungen sein, die diesem höheren Zweck ebenso untergeordnet sind? Und die gilt es dann zu untersuchen, zu prüfen. Also das heißt, dann ist der nächste Schritt, daraus zu schließen. Dafür gibt es Frameworks und Systeme, die wir dafür entwickelt haben, dass das auch sehr schnell geht. Relevant ist immer dann, wenn man es sehen, hören, schmecken, fühlen, anfassen oder sonst irgendwas kann. Dann ist das meistens relevanter, als wenn es irgendwas ist, was mehr oder weniger beliebig daherkommt. Das Gleiche gilt auch nochmal dann für das Maß der Gewinne. Also wie könnte ich denn diese Vorteile, die ich durch solch ein Produkt vielleicht ermöglicht, wie könnte ich die auch anders bekommen, wenn es vielleicht um Anerkennung geht? Jemand klopft mir auf die Schulter, sagt mir später, du kennst dich ja echt gut aus mit diesem Musikkrempel und guck mal hier, sogar eine Aufnahme von irgendwann ist mit dabei. Wie ließe sich das noch ermöglichen? Und dann komme ich auf die möglichen Wettbewerber außerhalb meiner Produktkategorie. Und das ist enorm wichtig, weil der Markt dieser Kategorien in aller Regel viel, viel größer ist als der Markt im Kerngeschäft. Also die Gruppe, die Menge der Nichtkunden, die andere Lösungen nehmen, ist immer um ein Vielfaches größer. Und das ist genau der Kategorien in aller Regel viel, viel größer ist als der Markt im Kerngeschäft. Also die Gruppe, die Menge der Nichtkunden, die andere Lösungen nehmen, ist immer um ein Vielfaches größer. Und das ist genau der Teil, wo es A, Zugewinne gibt, wo ich, ohne mich mit meinen direkten Marktbegleitern auf die Mappe zu hauen, ganz einfach an Marktanteile rankommen könnte und wo auch die Schlüssel verborgen liegen für die Ursächlichkeit, zu welchen Bedingungen wechselt eigentlich jemand von etwas anderem auf mein Angebot, zu meinem Angebot, und zwar dauerhaft und bleibt da auch. Mhm. So, das ist der erste vorsichtige Blick hinter die Gardine, was Innovation angeht. Ja, ich finde das interessant, was du sagtest. Also du hast jetzt mögliche Wettbewerber. Oft ist es ja so, man hat ein bestimmtes Branchendenken und bleibt dann so in seiner Branche und stellt, wenn die irgendwo agieren oder aktiv sein wollen, die haben ja eine unheimliche Power dahinter, ne? Also und wenn ich die nicht auf dem Schirm habe, kann sein, dass ich dann auch überrascht werde, ne? Richtig. Und so ist es auch. Und das ausnahmslos. Es ist immer so. Jedes Geschäftsmodell, jede Branche, jede Produktkategorie, jedes Produkt hat ein Haltbarkeitsdatum. Und wir kennen meistens das Ablaufdatum gar nicht so genau im Vorfeld. Aber wenn dieser Moment gekommen ist, siehe MP3-Player, siehe iPod selbst, der den MP3-Player abgelöst hat, und die wiederum haben die Schallplatte und die Tauschbörsen im Internet ja abgelöst. Auch das gibt's inzwischen nicht mehr, weil das heute vom Smartphone erledigt wird. Und weiß der Geier, was morgen kommt? Und es ist ein gefährliches Glücksspiel, in diesen Geschäftsfeldern unterwegs zu sein, ohne zu wissen, was ist denn welchem, also wohin bewegen sich Kunden mit ihrem Verhalten? Warum wechseln sie überhaupt
von dem einen zu einem anderen und unter welchen Umständen genau passiert eigentlich was? Und das gilt es zu untersuchen. Ist das nicht so, dass man auch, das ist so, die Innovation, die muss ja was auslösen. Ich muss ja als Ziel haben, so, also kenne ich es zumindest, etwas besser, vielleicht schneller oder günstiger machen zu können. Irgendwas mit der Qualität. Ja, ja, das deckt aber nur eine Dimension ab, wie vorhin schon angerissen bei den Jobs. Mhm. Wir haben immer drei Dimensionen, die sich miteinander verschränken. Das eine ist eine funktionale, da fällt sowas zum Beispiel rein. Also ein Zeitvorteil oder ein finanzieller Vorteil, das kommt durchaus oft vor, ja. Aber das ist häufig nur ein Grund für eine erstmalige Neubeauftragung und reicht auch nicht aus für eine dauerhafte Nutzung häufig. Das kann in bestimmten Bereichen so sein, muss es aber nicht, weil es gibt ja noch die emotionale Dimension, wie möchte sich ein Mensch fühlen? Und eine soziale Dimension, wie möchten Menschen von außen wahrgenommen werden? Wie wirke ich auf andere? Und da kommen häufig noch ganz andere subjektive Messkriterien als jetzt nur Preis und Zeit hinzu. Okay. Aber ich muss ja in Vorteilen denken und dann muss ich doch die Frage stellen, wenn ich diese Vorteile bieten kann, ist auch dann mein möglicher Kunde bereit, für diese Vorteile zu zahlen? Genau. Ne, weil ich kann viele Vorteile bieten, die... Ja. Aber die Bereitschaft, einen Preis dafür zu zahlen, ist jetzt nicht ausgeprägt. Dann mache ich auch was falsch, ne? Genau. Und deswegen haben wir diese Jobs in unterschiedliche Elemente zerlegt. Mhm. Also um ein Kundenbedürfnis wirklich bearbeitbar zu machen aus Unternehmenssicht. Es nützt ja nichts zu wissen, dass Leute oder Menschen keine Bohrer, sondern Löcher wollen, ja. Also der Job des Bohrers hilft mir dabei, ein Loch in die Wand zu machen, sondern vielleicht ist es ja auch schöner wohnen, weil dann kann ich Bilder aufhängen, weil ich in diese Löcher Dübel stecke und Schrauben reindrehe und dann was dran aufhängen kann. Oder. Es ist ja nicht nutzdienlich für mich als Unternehmen zu wissen, wenn ich Bohrer herstelle, dass ich im Business schöner wohnen bin oder im Business vor potenziellen zukünftigen Lebenspartnern als patenter Handwerksbursche dazustehen, als geschickter Mensch, weil ich einen Bohrer verwende in einer konkreten Situation. Also brauchen wir mehr solcher Elemente, um einen gesamten Zyklus und diese Kernfrage beantworten zu können, unter welchen Bedingungen wechselt jemand dauerhaft zu einer anderen Lösung. Das beinhaltet die Anbahnung, kein Mensch wacht morgens auf und möchte plötzlich eine Schallplatte kaufen oder eine Bohrmaschine oder sonst irgendwas. Die Frage ist, was führt dazu und welche, und das ist auch ganz interessant, sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, für viele dann auch wieder neu. Es ist nie, aus Kundensicht gibt es nicht das beste Produkt und es wird auch nie das beste Produkt ausgewählt. Es wird immer nur, wenn es zu einem Wechsel kommt, der am wenigsten schlechte Kompromiss gemacht. Oder da kommt noch das Element hinzu, jetzt bin ich bei Steve Jobs, was wir eingangs gesagt haben. Ich kann es am besten darstellen. Das sind Dinge, wo die ich rüberbringen kann. Und da kommen wir dann zu den sozialen und emotionalen Dimensionen, die mit Abstand am meisten unterschätzten sind und häufig die stärksten überhaupt, weil die auf der einen Seite dabei helfen, die liebgewonnenen Gewohnheiten zu durchbrechen. Und jetzt können wir ein Beispiel nehmen. Ich habe mir irgendwann eine Apple Watch gekauft, weil ich meine Sportuhr mit Brustgurt ersetzen wollte durch etwas, was praktischer am Handgelenk zumindest. Ich fand das Ding furchtbar hässlich und habe auch gedacht, ich werde das nicht verwenden, außer für Sport. Und irgendwie, seitdem ich das Ding habe, ist das von meinem Handgelenk nicht mehr verschwunden. Also machst du sehr viel Sport. Ich mag analoge Uhren, nee, das wäre schön. Ich mag analoge Uhren und mag, wie die aussehen. Ich mag runde Uhren, keine eckigen. Und trotzdem... Ich mag runde Uhren, keine eckigen. Und trotzdem
ist das Ding nicht mehr von meinem Arm wegzudenken. Mhm. Und die anderen Dinger liegen jetzt seit Jahren im Schrank und ich habe mir inzwischen sogar eine neue gekauft, wieder eine Apple Watch, eine andere, die robuster ist und da noch mehr davon abdeckt. Mhm. So, und das sind, das kann mit Funktionalität gar nicht so furchtbar viel zu tun haben. Mhm. Und ja, genau, also wir müssen klären, unter welchen Umständen kommt es überhaupt dazu, welche kausalen Ereignisse führen dazu, dass überhaupt ein Wechsel in Betracht gezogen wird. Es passiert irgendwas, Menschen werden plötzlich aufmerksam, sie nehmen plötzlich Dinge da wahr, die immer da gewesen sind, aber die ihnen nie aufgefallen sind. Die haben häufig zu tun mit ihren Gewohnheiten und mit Unzulänglichkeiten im Hier und Jetzt, mhm, und in vorhandenen Lösungen. Deswegen fangen sie aber noch nicht an, nach neuen Lösungen und nach technischen Daten zu googeln. Was muss denn da noch passieren? Und was muss da noch passieren, dass, wenn sie schon auf der Suche sind und aktiv hier mal gucken, da mal gucken, sich mal ein Angebot holen, was fehlt denn dann noch, dass sie wechseln? Und unter welchen Umständen passiert das? Und das reicht dann vielleicht zu erklären. Da kommen wir dann häufig zu Preis und Zeit und sonst was. Also alles, was schön klingt und toll aussieht vor dem Kauf, heißt nicht, dass das dann schon, wenn es umgesetzt ist im Produkt und im Vertriebsprozess vielleicht, das heißt nicht und garantiert auch nicht, dass diese Lösung dann plötzlich einen echten Platz, einen dauerhaften Platz im Herzen der Nutzer, mhm, findet und diese nach der ersten Anwendung gleich hurra schreiend aus dem Haus rennen und allen Nachbarn Bescheid sagen. Mhm. Okay, das und sich nicht mehr davon trennen wollen. So. Und das genau finden wir aber und können wir lernen von denjenigen Menschen, das können Anwender sein in einem Unternehmen im B2B-Bereich, das können Entscheider sein in B2B-Umfeldern, das können aber auch Konsumenten und Konsumierende sein, eine Lösung, ein Produkt kaufen wollen und nutzen und dürfen. Und das erfahren wir, also diese Wechselgründe, wenn wir das kausal betrachten wollen, erfährt man nicht dadurch, dass man irgendwelche Statistiken liest, sondern das lässt sich tatsächlich nur mit qualitativer Methodik untersuchen, ähnlich wie in einem Kriminaluntersuchungsfall. Also was führt jetzt kausal dazu und wo sind da die Muster drin? Und dafür muss ich wissen, was sind möglicherweise die Wettbewerber? Und das heißt, wenn ich das nicht weiß, dann muss ich mir die Erstkunden bei mir angucken. Die sind ja von irgendwo hergekommen. Wenn es einen Job to be done gab oder mehrere, dann gab es dafür vorher auch eine Lösung. Die kann aus unserer Anbietersicht total schlecht sein, spielt aber keine Rolle. Das ist nun mal die der Kunde vorher zur Erledigung dieses Jobs eingeht. Von diesen Menschen können wir erfahren, warum und wie genau es zu dem Wechsel kam und ob wir dessen Bedingungen erfüllen können, dass wir dauerhaft im Rennen bleiben damit. Und wo es auch hingeht und was die Metriken sind für eine Verschlechterung oder für einen Fortschritt aus Kundensicht. Das heißt, hinterher ist es besser als vorher oder ist es schlechter als vorher. Okay. Ja, der Nutzen oder der Kunde, sag mal, die, um zu wechseln, wenn ihr das bietet, da müsste doch nochmal eine weitere Frage auch kommen. Wie kann ich mich denn, wenn ich etwas verbessere oder neu mache, wie kann ich mich denn vor dem Wettbewerb auch schützen? Ja. Findet das auch Berücksichtigung? Der erste Schritt. Bitte? Findet das auch Berücksichtigung bei Jobs to be Done? Ja, definitiv. Weil das, was dabei rauskommt, ist tatsächlich die reale Wettbewerbslandschaft aus Kundensicht, die häufig vollkommen anders sieht. Ja. Als die Wettbewerbslandschaft, die sich Anbieter überlegen. Das finde ich auch hochinteressant. Auch wenn Leute Jahrzehnte einen Markt kennen und plötzlich kommen da neue Aspekte hoch und die sind selbst überrascht. Ja. So haben wir beispielsweise Projekte jetzt mal, weil das sehr, weil sich da jeder auskennt im Bereich Nahrungsmittel, im Bereich Milch- und Molkereiindustrie. Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis haben wahrscheinlich schon mal irgendwas mit Milchprodukten wie Joghurt oder sowas zu tun gehabt, um dann in einer Produktentwicklung festzustellen, die Wettbewerber sind nicht die anderen Molkereiprodukte unbedingt, sondern in einem Kontext von hilf mir dabei, hier ohne Heißhungerattacken über den Tag zu kommen, insbesondere wenn ich auch unterwegs bin, nicht
aus Danone-Sicht andere Actimels oder irgendwas sind oder aus Müllermilch-Sicht andere Milchmischgetränke, sondern frisch gemachte Brötchen beim Bäcker an der Bushaltestelle oder Schokoriegel aus dem Snackautomaten oder ein Apfel oder eine Banane. Und das sind dann die Punkte, wenn ich nicht weiß, wer meine wirklichen Wettbewerber sind, dann ist es auch schwer, mich zu positionieren, also den Kunden zu sagen, warum die mich kaufen sollten. Ne? Und exakt in einem solchen Umfeld ist es natürlich jetzt klar, es gibt genug Milchprodukte, es gibt ausreichend Werbetafeln an jedem Supermarktregal, wo sowas verkauft wird, ist es unheimlich schwer, Markt hinzuzugewinnen. Aber aus dem Bereich der noch nicht Konsumenten für einen konkreten Zweck ergibt sich da plötzlich was ganz Neues, was man nicht auf dem Schirm hat. Ja, ich war ja auch jahrzehntelang in der Getränkeindustrie. Wenn ich das mal Innovationen gerade nehme als Beispiel, was kommt das Ergebnis? Das kommt das x-te Mischgetränk, was es Ergebnis? Das kommt das x-te Mischgetränk, was es schon 20 Mal gibt. Und also die Nische einer Nische einer Nische wird abgebildet. Mhm. Aber genau das verstehst du ja nicht unter Innovation, ne? Nee, auch dieses berühmte Beispiel der wie hieß das, Green Coke. Mhm. Also ich weiß nicht, wer nicht schon alles eine neue und bessere Coca-Cola erfunden hat. Das ist ja von vornherein aus dieser Perspektive nahezu zum Scheitern verurteilt. Also und das sind halt alles, wir unterscheiden in drei Innovationsbereiche, also die Erhaltungsinnovation, ein bestehendes Produkt innerhalb eines bestehenden Marktes einer breiteren Masse anzubieten, ne, vom VW Käfer hin zum ID7 jetzt von mir aus, alles Erhaltungsinnovation, das ist nichts anderes. Dann haben wir auf der anderen Seite die Effizienzinnovation, die ein bestehendes Produkt in einem bestehenden Markt effizienter produzierbar macht, also mit Einsatz von weniger Ressourcen mehr Output zu produzieren. Und wir haben die marktschaffende Innovation als besseren Begriff für disruptive Innovation. Das ist der Begriff, den Christensen eigentlich gemeint hat. Weil es weniger mit Zerstörung, also natürlich hat es auch teilweise was mit Zerstörung zu tun, weil etablierte Märkte dadurch zerstört werden, heißt es aber marktschaffend, weil wir, weil das Innovationen sind, die einer breiten Masse, die bisher keinen Zugang zu einem Markt hat, plötzlich Zugang verschafft. Beispiel dafür, ChatGPT ist ein hervorragendes Beispiel, wie plötzlich mit einem Smartphone und ohne Programmierkenntnisse nahezu überall auf der Welt Zugang zu künstlicher Intelligenz geschaffen wird und wirklich richtig praktische Anwendungsbeispiele mit sich bringt. Anderes Beispiel wäre Bitcoin. Mhm. In Drittweltländern plötzlich habe ich die Möglichkeit, ohne Bankkonto digital am Zahlungsverkehr teilzunehmen, ohne dass ich dafür irgendwas brauche, außer einen Internetzugang mit einer ganz schmalen Bandbreite. Und vor allem, du hast ja gerade den Punkt KI angesprochen, ChatGPT. Das ermöglicht ja vielen Unternehmen, auch diese Entwicklungen viel anders, vielleicht viel schneller, qualitativ besser zu begleiten. Das sind ja auch Chancen, die sich da auftun. Definitiv, natürlich. Das Gemeine dabei ist aber, es sieht aus Sicht der etablierten Märkte erstmal schäbig aus, weil es eine scheinbar schlechtere Lösung ist, als die wir schon kennen und die wir selber anbieten können. Und das ist gefährlich, weil während das passiert, also nehmen wir mal das Beispiel Texte. Jetzt alle, die im Bereich Texterstellung ihr Geld und ihre Brötchen verdient haben bis 2022 Dezember, das ist im 30. November kam ChatGPT in dem Jahr, haben natürlich erstmal Naserümpfen gesagt, also ist ja wirklich nicht so toll. Und guck mal, also außerdem sieht man das ja sofort, dass das maschinengenerierter Text ist und dann hat man versucht, sich dagegen zu wehren. Ja, aus Sicht der prämierten, etablierten Anbieter ist das auch so. Was sie dabei aber vollkommen außer Acht lassen, dass es eine sehr breite Masse an nutzenden Menschen offensichtlich gab, die da eine Nachfrage hatten nach
wie schaffe ich das, möglichst unfallfrei, orthografisch nicht verfänglich, überhaupt mal einen Text zustande zu bringen und auf eine Idee zu kommen. Und das ist der große blinde Fleck, den wir... Begibt Strategie zu prüfen, Jobs to be done, Systematik zu nutzen. Welche Fehler? Gibt es 1, 2, 3 große Fehler, die man auf keinen Fall machen sollte? Ja, auf keinen Fall. Es sollte man weiterhin in seiner Firma bleiben und nicht mit Kunden sprechen. Das sollte man nicht machen. Okay. Dann nächster Fehler. Wenn man mit Kunden spricht, hört auf, eure Kunden danach zu fragen, ob ihnen das Produkt gefällt und was sie machen würden und was sie kaufen würden. Das können Kunden einem nicht sagen. Das Gemeine ist, sie sagen einem aber trotzdem was. Nur, das ist Meinung und nicht Verhalten. Wir müssen Verhalten untersuchen und nicht Meinung. Mhm. Weil wir uns für Meinung nichts kaufen können. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kunden sich auch so verhalten werden, wie es für uns auch ist. Ja, gut, so wie, ist. Wie das Buch Der Mam-Test, ne? Also der Mutter-Test. Ne? Ja. Also wie deine Kunden dich auch sonst belügen. Ja. Mhm. Und wie es für uns auch ist. Ja, gut, so wie, ist. Wie das Buch Der Mam-Test, ne? Also der Mutter-Test. Ne? Ja. Also wie deine Kunden dich auch sonst belügen. Ja. Und Meinungsfragen ist halt, was mögen Sie lieber und was würden Sie tun und all das. Mhm. Und das ist aber gelerntes Verhalten, es ist sehr schwer, sich davon zu trennen. Mhm. Und ich würde mal sagen, auch 80% bis 90% aller etablierten Marktforschung im Unternehmenskontext beschäftigt sich nur damit, weil es so scheinbar so schön einfach ist. Ich halte es für hochgradig gefährlich. Mhm. Auch wenn ich mir damit jetzt keine Freunde mache hier. Okay. Aber es ist wirklich gefährlich, insbesondere dann, wenn es wirklich um die Wurst geht. Wenn es egal ist, die Profite sind da, wir haben Rücklagen, dann ist das auch okay, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber wenn ich wirklich darauf angewiesen bin, dass mein nächster Wurf der ist und dass ich sicherstellen kann, ich habe jetzt eine Liste von 30 einbauen sollte, dann kann ich aber sicher gehen, jetzt sind wir bei Pareto, es gibt 2 davon, die wirklich für 80% aller potenziellen Kunden relevant sind und die restlichen brauche ich eigentlich gar nicht zu bauen. Die kosten mich nur Geld und ich habe auch nicht die Zeit, das alles durchzuprobieren nacheinander. Okay, also Kunden sprechen, Fokus auf die wichtigsten Eigenschaften, also Features à la Pareto. Gibt sonst noch mal eine schöne Stolperfalle, in die man gelangen kann? Ja, das nächste ist dann, sofort anfangen zu bauen. Wenn man glaubt, man hat jetzt das Problem gesehen, ist der menschliche Reflex, wir bauen sofort eine Lösung. Und da nochmal einen Schritt zurückzugehen und und der Fehler ist dann sofort anfangen, irgendwas zu bauen, das machen wir eh lieber. Das, was dann aber angezeigt ist, sich, bevor ich baue, nochmal überlege, so jetzt Moment mal, halt. Welche Grundannahmen stecken jetzt dahinter? Was glaube ich eigentlich? Ich glaube jetzt, wenn ich das Feature baue, dann werden das alle kaufen. Ist das meine Annahme? Und bevor ich dann losbaue, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt nochmal überprüfen, ob diese Annahme, ob es dafür Evidenz gibt? Also das heißt ja, jetzt bleibe ich mal in deinem Bild. Wenn man baut, ist man oft gut beraten, mit einem Architekten zu bauen, als wenn man die ganzen Gewerke aufeinander loslässt und irgendwas produziert. Richtig. Und du bist quasi der Architekt mit der Methode Jobs to be done. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Nicht nur, dass ich da der Architekt bin, sondern wir trainieren ja auch, wir helfen Unternehmen dabei, das auch selber zu machen und zu implementieren und sich das komplett zu eigen zu machen. Diese Also ein Crashkurs für Architekten, dass die Unternehmen selbst einen Architekten haben. So, genau, in aller Regel sieht das so aus. Das erste Projekt bauen wir zusammen, dann lernen die dabei und und dann Stück für Stück lernen sie auch alleine zu laufen. Und mein Ziel ist ja da, die eher zu befähigen, wenn sie denn wollen. Es gibt welche, die wollen das und andere wollen das lieber nicht selber machen müssen. Und es ist immer eine Mischform am Ende. Und Kunden verstehen, ich halte das für eine der wichtigsten unternehmerischen Skills, wie man so schön neu sagt, überhaupt.
Ja. Und ein ganz, ganz, jetzt, du hast ja nach Fehlern gefragt, ganz, ganz großer Fehler ist auch von sich auf seine Kunden zu schließen. Egal, ob ich ein Unternehmen gegründet habe, weil ich selbst ein Problem hatte und daraus hat sich ein Geschäft entwickelt, ist das einer der größten Fehler überhaupt. Ja. Kunden sind immer, ticken immer anders als man selbst. Man selbst ist nur ein Beispiel und wir brauchen das Muster. Genau, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Richtig, ja. Der Fisch muss dem Angler schmecken und nicht dem Wurm, sonst sage ich das. Ja, ja, das auch. Okay. Ja, bevor ich jetzt mal eine Zusammenfassung versuche, haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas Wichtiges vergessen, was wir jetzt noch unbedingt unseren Hörern mitteilen sollten? Ich hoffe nicht. Es gibt ganz vieles, was man dann noch alles machen kann. Ein Zwischenschritt, also wenn wir jetzt eine Idee haben, welche Jobs gibt's da alles, gehen wir wieder zurück zu diesem Plattenbeispiel, ist dann ein Zwischenschritt auch nochmal, das ist für viele natürlich intuitiv, wirklich auch nochmal zu bewerten und einzuordnen, auf welchen davon wollen wir uns denn jetzt fokussieren in einem nächsten Schritt. Und das kann man zum Beispiel mit Hilfe unterschiedlicher Werkzeuge im Management, ist eine Nutzwertanalyse vielleicht ganz gut für sowas, um das zu filtern und auch möglichst unverrauscht und ohne die eigenen Voreingenommenheiten damit drin zu haben, zur Anwendung zu bringen, zu sagen, so, das haben wir jetzt gelernt von unseren Kunden, das sind so die Jobs, für die das hier beauftragt wird. Womit wollen wir denn anfangen? Also ist dann wirklich Selektion und Reduktion, anstatt dann wieder dazustehen und sagen, ja, schön zu wissen, das ist aber ganz schön viel alles, was machen wir denn jetzt bloß? Und dann versuchen wir mal hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern wirklich eindampfen, selektieren, bewerten, ins eigene Geschäftsmodell einordnen, was können wir hier überhaupt machen, was lohnt sich und womit fangen wir dann an? Okay. Ich will jetzt mal eine kurze Zusammenfassung versuchen und du musst mich korrigieren, wenn ich hier... Wir haben uns jetzt über Innovation als Thema unterhalten. Jetzt nehme ich mal was du zum Schluss mehr gesagt hast am Anfang, weil ich fand das sehr, 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 sehr übersichtlich. Wenn wir über Innovation sprechen, sprechen wir unbedingt von drei Innovationen. Es gibt die Erhaltungsinnovation, die Effizienzinnovation und die marktschaffende Innovation. Das ist nur mal zum allgemeinen Verständnis. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Wir haben in der Beispiel uns über Steve Jobs unterhalten, der Jobs to be done auch genutzt hat als Systematik. Wir haben über Hubert Burda oder Teil des Hubert Burda Konzerns gesprochen, die auch im Grunde genommen ein System gesucht haben, die sich entschieden haben für dieses System, weil es viel besser ist, viel schneller und sicherer zu Erfolgen führt, als wenn ich einzeln versuche, das herauszuarbeiten und zu Erfolgen führt, als wenn ich einzeln versuche, das herauszuarbeiten. Und es geht immer eigentlich um zwei Dinge, Bestehendes zu verbessern und Zukünftiges zu finden. Dann haben wir gesprochen, also wie man so eine Innovationsstrategie entwickelt. Da hast du gesagt, okay, man fängt immer an mit der Warum-Frage, ein Projektziel und eine Hypothese. Und das dient dazu, eigentlich zu hinterfragen. Dann kommt man auf Problemen und ihr macht mit Jobs to be done im Grunde genommen, sorgt dafür, dass es in viele Elemente aufgeteilt wird, um nachher auch nichts Wesentliches zu vergessen. Und dann kommt es natürlich um Alternativen, die bewertet werden. Es geht um Vorteile, es geht um mögliche Wettbewerber. Kann ich etwas besser und günstiger machen? Und schaffe ich es, jemanden dauerhaft zu überzeugen? Und die größten Fehler ist, wenn man es schafft, jetzt komme ich wieder bei Pareto, das kann man ja in zwei Seiten anwenden, wenn ich mich nicht fokussiere auf die wesentlichsten Features oder Eigenschaften, sondern alles machen möchte. Und genauso gut ist das zweite Punkt, den ich jetzt so mitgenommen habe, die Reduktion, da kann ich auch wieder Pareto nehmen, weil wenn ich es nicht reduziere, dann mache ich es vielleicht unübersichtlich. Ich muss ja nachher auch zu den Punkt kommen. Und dann habe ich die Chance, quasi auch blinde Flecken
zu erkennen in meiner Strategie und das Ganze im Bild zu betrachten, wie wenn ich baue, wenn ich privat ein Haus baue, was ich vielleicht einmal im Leben mache, dann würde ich auch nicht auf die Idee kommen, ich hole mir einen Maurer, ich hole mir da jemanden und die bauen das schon. Da würde ich mir einen Architekten suchen und wenn ich nochmal bauen, Architekt befähigen, quasi, worauf ich bei einer Bauleitung oder solchen Dingen zu achten habe, damit das Ganze wirkt. Ja. Habe ich das so einigermaßen getroffen? Genau, das trifft es ganz gut. Wichtig ist dann halt, wie gesagt, auch das gemeinsame Verständnis innerhalb der Organisation verteilen, wenn ich jetzt schon rausgekriegt habe, warum wechselt ein Kunde und welche Bedürfnisse stecken da drin, das auch als gemeinsame Sprache für ein gemeinsames Verständnis von, was ist eigentlich ein Kundenbedürfnis im Unternehmen zu verteilen. Es müssen ja im Prinzip alle wissen, an welchem Ziel werden Aktivitäten ausgerichtet. Ja. Und okay. Aus meiner Sicht, das nochmal zum Abschluss dann, ist niemals vergessen, der Kunde ist der einzige Mensch auf der Welt, der Geld in ein Unternehmen reinbringt und es dort lässt. Alle anderen, inklusive wir, die wir da arbeiten, die Anteilseigner, Aktionäre, Gesellschafter, Investoren, alle schleppen ein Unternehmen rein, bringt und es dort lässt. Alle anderen, inklusive wir, die wir da arbeiten, die Anteilseigner, Aktionäre, Gesellschafter, Investoren, alle schleppen das Geld raus. Ja. Nicht eine Frage, ob, das, nur wann. Das war ein schönes Schlusswort. Ich würde, wenn man dich kennenlernen möchte, würde ich noch dein LinkedIn-Profil in den Shownotes vernetzen und den Internetauftritt von Oberwasser. Da kann man sich nochmal ein bisschen, denke ich mal, näher da mit der Thematik auseinandersetzen. Sehr gerne, genau. Und wir haben auch zu dem Thema Jobs to be Done eine ganze Podcast-Serie mit Kurzepisoden. Wir nennen sie Shots im Sinne von so ein kleines Schnäpschen zwischendurch. Die dauern immer so 6 oder 3 bis 10 Minuten in aller Regel, wo wir die Grundzüge dieser ganzen Jobs-Elemente erklären. Es gibt noch viel mehr in diesem Podcast, aber das ist auch selektiert, einfach erreichbar und ist schnell wegkonsumiert sozusagen. Genau. Das verlinkt. Danke für die Einladung. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategie, Situation oder Herausforderung sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg. Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.